Also, was machen wir für Schweizerdeutsch? Hochdeutsch, Englisch, Schweizerdeutsch. Gut. Anfangen möchte ich, oder der ganze Vortrag wird einerseits über einen Teil von meiner Arbeit sein und eine persönliche Interpretation, also nicht eine Interpretation von einem, der Geschichte studiert hat oder einem, der versucht, etwas einzuordnen, sondern eigentlich eine persönliche Interpretation von einem Architekt über einen anderen Architekt. In diesem Fall über die Arbeit, respektive über ein paar Charakter oder Eigenschaften von der Arbeit von Kazuo Shinohara, wo für mich vielleicht wahrscheinlich der wichtigste Architekt ist, den ich kenne. Oder sagen wir mal, der mich am stärksten beschäftigt. Wir sehen hier ein Sinnenbild vom Gebäude, vom Kazuo Shinohara. Ich weiß nicht genau, wisst ihr ungefähr? Es ist ganz kurz, vielleicht ist ein japanischer Architekt. Hat vor allem in Tokio hat Mathe studiert, hat dann Architektur auch noch studiert, ist Architekt geworden und hat eigentlich nach der Verbombung von Tokio oder im Wiederaufbau von Tokio, ist er einfach einen wichtiger gewesen, wo er mit debattiert hat, wie man das Tokio wieder aufbauen soll. Ist aber nicht nur jetzt wegen dem wichtig, sondern hat einfach auch ganz zentrale Themen, finde ich, auch heute wieder zu Fragen von Referenz und Abstraktion, grundsätzlich würde ich mal sagen. Und das möchte ich jetzt mal erklären, was ich da drinnen sehe, einfach halt in drei Innenräumen. Das erste ist das House on a Corner, was wir da mal einerseits sehen, in diesem Werk geht es eine Art um Rhythmus. Es geht aber auch um etwas, was ich möchte nennen, das ist eigentlich ein englischer Term, Oneness, Eins. Oder? Oneness ist eine Art etwas, wo ein Ding ist. Eine nicht Einheit, aber so eigentlich aus einem oder ein Gesamtes. Und das ist ein Thema, wo da zum Beispiel einfach ganz einfach geschieht, in dem, dass die Decke schräg ist. Habe ich das Gefühl, produziert eine Art, der Raum ist das nicht mehr unbedingt eine Addition von Platten, sondern produziert eine Art, die Wände und Decken produziert eine Art eine Einheit, eine Oneness. Und jetzt kommt vielleicht das Nächste, was das erste Mal wirklich typisch ist für Shinohara, ist nämlich, dass er gleichzeitig, nachdem er eine These aufstellt, auch die Gegenthese stellt. Nämlich in diesem Fall Fragment. Dass Sachen in Fragment als Teil dargestellt sind. In diesem Fall ist es jetzt zum Beispiel die Treppe. Oder? Die Treppe kommt von irgendwo rauf. Mit einer Tapetentür sieht man ein Stück davon und die geht irgendwo weiter. Also man sieht ein Fragment von dem gesamten Gebäude, unerklärt und auch nicht mehr weiter thematisiert. Das nächste Thema ist mal einfach die Materialisierung oder das Material an und für sich. In diesem Fall ist es der Gegensatz zwischen einerseits der verputzten Wände und Decke und dem grauen Teppich mit dem Kontrast von dieser Betonstütze, wo man das Schalungsbild noch sieht, wo man halt die Handspuren sieht. Und das eben gerade im Gegensatz zu dieser weißen, verputzten Welt. Und ich denke, das produziert eigentlich fast, dass die Betonstütze noch stärkere Präsenz hat, oder das Material von dieser Stütze stärkere Präsenz hat, als wenn jetzt zum Beispiel das ganze Haus aus Beton wäre. Ein nächstes Thema ist Symbolik, an und für sich. Vielleicht muss man vielleicht auch noch sagen, der Shinohara hat sämtliche Bilder, die wir kennen, die Publikationen, sind vom Shinohara abgenommen worden. Es gibt kein einziges Bild in den Büchern, zumindest, die wir hier im Westen kennen, das nicht das Okay hat vom Shinohara.
Das heisst, dass man davon ausgehen kann, dass eigentlich jedes Bild, das wir sehen, auch ein Willen ist, vom Shinohara seine Häuser so zu betrachten. Es kommt auch dazu, dass er in seinen Texten auch schreibt, dass eigentlich seine Häuser, wenn die fertig gebaut sind, sind die fertig und abgeschlossen. Und es gibt für ihn nachher nur noch den Gedanken ans Haus und das Bild. Insofern kann man davon ausgehen, dass das Bild an und für sich einen zentralen Aspekt hat, auch in seinem ganzen Verständnis vom Schaffen, von der Architektur. Und darum würde ich sagen, kann man zum Beispiel auch die Position von der Kamera ist folglich ein Ausdruck vom Architekt. Jetzt Symbolik. Oder? Wir haben da einerseits einen Pfosten, wo wenn man den mal statisch analysiert, zu dick ist. Oder der müsste statisch müsste nicht so dick sein. Und wir haben eine Art horizontale Streben, wo statisch auch sinnlos ist, respektive nicht optimiert ist. Es wäre statisch sinnvoller, in die Richtung die Kräfte abzutragen. Sprich, der Ausdruck, eine Art von dem Kreuz, oder, das ist jetzt natürlich schon wieder eine westliche Interpretation, aber der Ausdruck zumindest von dieser Figur innerhalb von dem Raum ist ein starker Bestandteil von der Wahrnehmung vom Raum. Ein weiterer Aspekt im Shinohara und in der Architektur gesamtheitlich ist natürlich die Frage von der Hierarchie. Was sind Themen in der Architektur und welche sind wichtiger als andere? In diesem Haus oder zu dieser Zeit macht der Shinohara etwas ganz Spezifisches, nämlich eine komplette Absenz von der Hierarchie. Es ist eine Art, in diesen Häusern nicht zu klären, was wichtiger, welche Themen sind wichtiger als andere. Es ist alles auf ähnlicher oder gleicher Hierarchiestufe. Und dann noch vielleicht noch ein letztes Thema, die Absenz, die komische oder die strange, oder auf Englisch wäre strange oder uncanny, die komische Absenz vom Mensch innerhalb von diesen Räumen, wo fast eine Art nach der Präsenz vom Mensch auch schreit. Das nächste Bild ist eines von drei Häusern, die der Shinohara selber für sich gebaut hat. Und da müsste man vielleicht möchte schnell einen kleinen Ausflug machen. Ich muss mir vorstellen, nach dem Wiederaufbau von Tokio ist die Shinohara, und er hat gesagt, zum Beispiel Tange und so weiter, sind natürlich, das ist die Zeit gewesen. Die Shinohara hat sich stark aufgelehnt oder zumindest in Frage gestellt, ob man den internationalen Stil einfach LKL einführen sollte in Tokio. Die Fragestellung ist nicht grundsätzlich ein Ja oder ein Nein gewesen, sondern einfach mal grundsätzlich hat er gefunden, das müssen wir thematisieren. Weil er das so stark hat gefordert, ist er natürlich auch als Verhinderer vom internationalen Stil dargestellt worden. Jetzt, nichtsdestotrotz, und das finde ich ist auch wieder eine typische Art vom Shinohara, dass er baut eine Art etwas auf, er stellt wieder eine These auf und lebt die Gegenthese im gleichen Moment. Und da jetzt zum Beispiel, das ist die Vorstellung, jetzt da möchte ich mal erklären, was ich da für Gegensätze sehe. Das erste ist zum Beispiel, es ist im Höhepunkt, wo der Shinohara gegen den internationalen Stil redet und auch gegen die Idee, dass irgendeiner Art das Europäische oder das Nacheuropäische auf Tokio soll kommen. Und er baut eigentlich eine Art ultimativ europäisches Haus. Wenn man zum Beispiel sagt, einfach mal in der grundsätzlichsten Art würde überlegen, was ist japanisch und was ist europäisch. Bezüglich Raum könnte man einfach mal sagen, japanisch ist horizontal und europäisch ist stehend. Und da baut er einfach
für sich selber eigentlich ein stehendes Haus, oder ein altes europäisches Haus. Oder ein zweiter Gegensatz, wenn Architekten abstrahiert oder eine Art, ja, wenn sie versuchen, abstrahieren, was in diesem Raum eine Art der Fall ist, oder? Die, alle Sachen sind bündig, dann auch die Tür fallen gehen weg, die Wände und die Türen haben die gleiche Farbe und so weiter. Das ist eine Art ein Versuch von einer Abstraktion. Jetzt, normalerweise, wenn Architekten abstrahieren, nehmen sie auch die Farbe, die dazugehört, nämlich Weiß. Das ist schon wieder, was man da alles kennt, oder? Es ist die Vorstellung oder der Glaube, oder vielleicht einfach das Nachmachen, ohne nachzudenken, dass Weiß die Farbe ist, die am wenigsten konnotiert ist. Ja, die die schwächste Konnotation hat. Jetzt, wenn wir uns mal überlegen, was ist denn die Farbe mit der stärksten Konnotation, dann ist es wahrscheinlich das Gold. Die goldige Farbe, oder? Das ist die Farbe der Kirche, das ist die Farbe vom Kelch, das ist die Farbe vom Kreuz, das ist die Farbe von der Tempel, das ist die Farbe, die wir brauchen, um unsere höchsten kulturellen Fähigkeiten darzustellen. Das ist das Wertvollste, was man könnte. Und darum eben auch ist das die Farbe mit den höchsten Konnotationen. Und da passiert eben wieder der Gegensatz, dass einerseits das Ausflächen von der Abstraktion, aber gleichzeitig auch wieder aufladen, gerade mit der höchsten möglichen Konnotation im Gold. Das nächste Bild ist auch wieder ein Innenraum. Und ich denke, in diesem Gebäude ist zum Beispiel die Gleichzeitigkeit, da geht es auch wieder um den Kontrast, ist die Gleichzeitigkeit von, ich habe das Gefühl, von unseren zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, wie wir bauen können. Nämlich, wir können entweder machen wir Plastizität, Körperlichkeit, Räume, also ausgraben. Und das ist der linke Teil, oder? Das ist dort, wo die Wände und die Decke produziert eine Art Körper. Und die andere Möglichkeit ist das Addieren von Elementen. Platten stützen. Und das ist grundsätzlich, würde ich sagen, das ist rein konstruktiv gesehen, sind das unsere beiden Möglichkeiten. Und jetzt in diesem Gebäude ist genau in der Mitte alles links ist körperlich und alles rechts ist Platte. Addition von Elementen. Es sind halt im gleichen Raum. Und ich denke, das ist eben auch eine wahnsinnige Potenz von der Architektur. Dass wir einfach physisch Sachen aufeinander prallen lassen, ohne die weiter zu erklären. Und die entwickeln dann halt ihre, oder es ist dann an uns, eine Art zu lesen, was das jetzt bedeutet. Und in diesem Fall ist es eben Plastizität versus Element. Jetzt als Einleitung eigentlich zu meinem ersten Projekt, das ich vorstellen möchte, als Student, ist mir der Plan da vom Shinohara auf den Weg, oder ist mir da, habe ich gesehen. Und das ist im Prinzip ganz ein normales Häuschen. Und wahrscheinlich, oder nein, ich weiss, es ist das OG von einem Wohnhaus. Eine relativ normale Geschichte, ein paar Schlafzimmer und ein paar Bäder. Jetzt hat das Haus ist von einem Aspekt her derart absonderlich, dass es seine ganze Art Normalität in Frage stellt und komplett weg ist von sämtlicher Normalität oder von sämtlichem Usus sozusagen. Und zwar ist das Präsenz von zwei Treppen. Und zwar zweimal die gleiche Treppe und kommt noch dazu zweimal die gleich blöde Treppe. Oder? Wir haben nicht irgendwie, sagen wir mal, Corbusier, der versucht, eine schnelle Verbindung zu machen und einmal ein Parcours oder einmal irgendwie versucht, schön zu machen. Es ist zweimal die gleich dimensionierte, langweilige Treppe. Und
Das produziert in einem kleinen Häuschen eine totale Verunklärung. Grundsätzlich, wenn man das sich mal überlegt, ein kleines Scheisshäuschen, wenn man so sagen darf, das zweimal die gleiche Treppe hat, das produziert, dass alles in einem keinen Sinn mehr hat. Es entzieht ihm die gesamte Sinnhaftigkeit. Und die Idee eines Häuschen mit zwei Treppen war eigentlich dann die Ausgangslage für das erste Studentenprojekt, das ich hier möchte zeigen. Das ist in Zürich. Also wir mussten ein Architekturbüro uns ausdenken als Student. Und ich habe vorgeschlagen, in Zürich ein Büro zu machen. Und das ist eben ein Office with two stairs. Das ist der Bauplatz im Seefeld, irgendeine so eine Parzelle mit ein bisschen Bäumen ringsum. Und das ist schon das Modell vom finalen Gebäude. Das ist grundsätzlich ein Gebäude aus Beton, dreistöckiges Gebäude. Jetzt da sieht man drei Stöcke über dem Boden und noch ein Kellergeschoss. Oder vielleicht noch wichtig zu sagen, in der Mitte ein Treppenkern und dann die ausgragenden Platten. Jetzt soll ich mal erklären, wie man durch das Haus durchläuft. Nehmen wir mal an, ich wäre meine Angestellte. Dann würde man da durchlaufen, durch den Park, da am Sekretariat. Ich habe mir vorgestellt, das wäre eine Frau, der würde man Hallo sagen. Hin und durch, ein grosser Tisch und dann da durch den Gang rein, die Stegen rauf. Dann kommt man, also die Stege da rauf, jetzt sind wir im Schnitt, gehen die Stege rauf und sind im ersten OG. In dem ersten OG hat es grundsätzlich einfach eine Bürosituation mit ein paar Tischen und so ein bisschen Gestell für Bücherinnen zu tun. Jetzt, wenn ich ihm, oder ich wäre der Chef von diesem Büro, ich komme auch da durch, würde auch Hallo sagen und würde aber diese Treppe da nehmen. Und jetzt, wenn ich die nehme, die Treppe da, und würde dann durch ein Blindgeschoss gehen. Also das würde heissen, mich würde man gar nicht sehen. Da. Also ich könnte da so reinsneaken, ohne dass ich gesehen werde. Und würde direkt rauf in mein Büro rauf. Und käme dann da, in diesem Raum da oben an. Wenn mich jemand besuchen kann, dann würde dann auch in das Wartezimmer kommen und könnte dann in mein da bescheidenes Büro reinkommen. Ich selber hätte da meinen Tisch. Da hinten ist die Bibliothek. Das ist der Tisch zum Besprechungstisch. Ich könnte auch so hinterher gehen. Und natürlich könnten auch die Leute von unten, vom ersten OG, die Mitarbeiter, die kommen über die Treppe rauf. Oder wenn wir jetzt da das nochmal in diesem Geschoss sind, sind die zuerst da rauf, in diesem Geschoss. Können aber von diesem Geschoss auch wieder die Treppe raufkommen. In das eine Art obere Geschoss. Ui. Also von da genau würde es eben die Treppe nehmen und kommen dann da rauf. Könnten zu mir oder ins Büro oder ein Bürotisch oder würden da den Fensterverkäufer mit dem reden oder da hinten in die Bibliothek. Jetzt, wenn wir das mal statisch anschauen, das Gebäude, dann versuche ich das mal zu erklären. Also wir haben in der Mitte die Treppensysteme, oder, die ich vorher erklärt habe, und links und rechts die Wände. Jetzt tut die oberste Platte, die kragt, also das ist eine Kragplatte, oder die da, die spannt in Ecken raus, auf viermal raus, und ist eingespannt in den Treppenkern und kräftig und da bei dem Fundament. Jetzt die Deckenplatte, die spannt von da nach da, und das sind etwa 16 Meter oder was haben wir, oder 18, sprich einfach zu wenig, um mit einer 20er-Platte durchzugehen. Und aus diesem Grund ist die da in der Mitte ein bisschen höher, um die Momente aufzunehmen. Das ist also jetzt nicht, das kommt nicht irgendwie aus einem formalen Wunsch, dass das ein bisschen aussieht wie ein Tempel oder so etwas, sondern es ist ein statischer Grund. Jetzt die Platte da unten, die ist auch da wieder aufgehängt an diesen Kragarmen, dem und dem. Und da hat sie wieder eine überhöhte Spannweite und darum hat die da einen Pfosten, der aber auf Zug ist und nicht auf Druck.
Also im Prinzip ist das ein Zugseil, aber so man Art, dass man das nicht lesen kann, ist es betoniert so dick wie ein Pfosten. Oder? Und das ist aber, also das ist auf Zug, der Pfosten. Jetzt unter dieser Platte da, oder nein, jetzt sind wir schon bei dieser Platte, in der Ecke wiederum wird die da auch über den Zug Pfosten aufgezogen. Da und da. Und in der Mitte, die sie durchbeugen will, hat das erste Mal und überhaupt normale Pfosten auf Druck. Jetzt, wenn man das mal anschaut, die drei Pläne aufeinander, würde ich behaupten, das sind die drei grundsätzlichen Arten, wie man könnte, oder fast die, mal doch fast die grundsätzlichsten Arten, wie man könnte rechteckige Räume definieren. Das erste, das EG, und das ist das auf dem Rasen, auf der Bodenplatte, ist mit den Pfosten in der Mitte. Also ringsum verglast und Pfosten in der Mitte. Oder? Mies van der Rohe, 50x50 Haus, eine Gucci-Lampe und so weiter. Das ist dann, wo wir eine Art Limiter nicht definieren, indem wir keine Pfosten in der Ecke haben, sondern in der Mitte. Durch das ist die Raumbegrenzung schwach. Im ersten OG macht der funktional Sinn, das ist dort, wo man arbeiten sollte, sind die Pfosten in der Ecke. Sprich, eine klare Definition, viel eine stärkere Abgrenzung zwischen innen und außen. Und dann im obersten Raum ist das Gegenteil, oder sagen wir mal, der stärkste Raum, wo einen Rücken hat und gegen vorne hat und sogar eben eine Nische. Das ist halt in einem Nischenraum und das ist offen gegen vorne. Und durch das statische System ist es eine Art gleichzeitig oder Statik wie auch räumlicher Wille. Das sind ein paar Bilder von diesem Modell. Und jetzt, was mir gefällt an diesem Projekt, ist, dass es eine Art mehrere Lesbarkeiten hat. Im ersten Lesart ist das eine Art so ein bisschen ein Pilotiesystem. So. Oder es ist vielleicht auch eine Art so ein historisierendes Modell, wo man halt irgendwie ein bisschen so ein griechische Tempel oder etwas sieht. Und dann in einer weiteren Lesenart merkt man, dass es eine Art beides nicht ist. Also es ist eine Art Kaputtsystem. Oder? Also es ist eine Art, es ist nicht richtig Piloti, die Pfosten gehen nicht durch. Es ist auch nicht richtig ein Tempel. Es ist eine Art, ja, auf Englisch würde man sagen, ein Fuck-up. Etwas, was kaputt ist. Es zerstört das System. Und was ich eigentlich am Schluss fast am spannendsten finde von der Lesart her ist, dass das Spiel da von dieser Statik und von diesen Räumen da, oder von dieser Raumbezug, eigentlich eine wahnsinnig komplexe Raumbezug gibt, obwohl das ein wahnsinnig kleines Häuschen ist, das einfach drei Platten hat. Und einerseits sind die Raumbezüge zwischeneinander, also zwischen all diesen Räumen, kompliziert oder spannend oder variantenreich, plus der Bezug zwischen innen und außen. Aber aufgehalten im Hirn wird man vor allem von dieser Frage, ob jetzt das eine Art des historisierendes Gebäude ist oder eine Art des statisches Gebäude ist. Jetzt schnell zum Häuschen wieder vom Shinohara, Maison Terre, 1966. Und ich denke, wahrscheinlich für mich das radikalste Wohnhaus, gedanklich, wo je ist ausgedacht wurde. Ist das Haus da. Der Shinohara schlägt vor oder macht in diesem Gebäude, also das ist vielleicht schon zum kurz beschreiben, es ist ein einstöckiges Häuschen, Mischkonstruktion, oben dran die Form und das ist der Schnitt. Jetzt, der Shinohara schlägt vor, das ganze Haus aufzuteilen in zwei Bereiche, nämlich einen Tagbereich und einen Nachtbereich. Und er tut auch
definieren wahnsinnig stark, was zu einem menschlichen Leben zum Tag gehört und was zu einem menschlichen Leben zur Nacht gehört. Er ist oben im Tagbereich, das ist das, der Grundriss da und das Bild, eigentlich das meiste, was man da sehen, das ist das, wo wir auf der Erdkruste leben, auf der Erde oben. Es ist auch der Boden von dem ist gestampfte Erde, also es ist keine Betonplatten oder so, es ist einfach direkt der Dreck gestampft. Und dann finde ich, ist wahnsinnig wichtig, ist auch die Form. Es ist ein Fastquadrat. Und der Shinohara ist auch wahrscheinlich von mir aus gesehen der präziseste Mensch oder der präziseste Architekt gewesen, der eine Art unpräzise Sachen präzise beschrieben hat. Aber zum Beispiel die Frage von einem Fastquadrat, was ich denke, was eine wahnsinnig einleuchtende, es ist eine wahnsinnig einleuchtende Form. Einerseits kann man sagen, das Quadrat rein konstruktiv macht wahnsinnig Sinn. So, zum Bauen ist es einfach, es hat 90 Grad Winkel, für fast alle Materialien ist das gescheit, es hat die kleinste Abwicklung, es ist eine gescheite Form, es ist eine sehr ökonomische Form zum Bauen. Gleichzeitig kann man sagen, rein jetzt wieder symbolisch, ist ein Quadrat für ein Wohnhaus auf eine Art fragwürdig, weil es ist wie so eine Art die bestimmteste Form von allen Formen, die wir haben, zum Häuser bauen. Und daher, dass er würde sagen, es macht Sinn, dass er ein Quadrat ist, aber gleichzeitig ist es einfach symbolisch gesehen falsch. Oder er möchte die Leute auch nicht rein tun in einen Ort, wo derart bestimmt sind, wie das Quadrat verlangt. Daher finde ich mal, das ist so eine Konstellation von wie man auf dieser Erdkruste lebt, die ich wahnsinnig überzeugend finde. Es ist eine Art präzise, aber auch lose, unklärte Form. Es hat keine geometrische Abhängigkeiten zum Aussenraum. Es ist eine Art ein Ausdruck, dass da ist eine Familie Teil von dem Netz von Menschen, die auf dieser Erde leben. Es ist Teil, es ist auch verbunden gegen aussen. Es ist eine Art kommunikative Teil. Es ist der Teil, wo man miteinander redet und schwätzt und isst. Jetzt gibt es noch den gegenteiligen Raum dazu. Das ist der Nachtraum. Das ist der Raum, wo man allein verbringt. Das ist der Raum, wo man Abschied nimmt von der Gesellschaft. Das ist der Raum, wo man gar nicht schlafen kann. Das ist allein und einsam. Und das ist auch ein Ort, wo man geschützt will sein. Und jetzt, er schlägt vor, dass man da einen Stegen abnimmt und in einen Raum geht, einfach wo unter der Erde ist. Und spannend daran, er geht nicht irgendwie in einen Keller, oder, wo funktional gerade noch so auch noch Platz hat unter dem Boden, sondern er verlässt das Haus. Oder wir gehen da runter in irgendeinen Raum, wo man hier oben gar nicht lesen kann. Man weiß nicht, wo der Raum ist. Der ist einfach im Erdreich. Und insofern verlässt man eben das Reich der Erdkruste und geht irgendwie in eine Höhle in der Erde. Das ist ein Bild von diesem Raum, Innenraum. Da sieht man auch, das ist die Terre battue, die verdichtete Erde. Dahinter ist der Abgang bis in den Nachtraum. Das nächste Projekt ist ein Haus, das ich im Moment am Bauen bin. Das ist in Bonassola in Italien am Meer. Und das ist die ligurische Küste, die kennen alle. Das ist die wunderschöne Bucht, eine Art von Genua bis, wie weit weiß ich nicht, wie weit eben, aber sicher bis sicher Liguria und Cinque Terre. Und mit diesen, ich finde, auch wunderschönen Landschaftsstraßen steht es mit diesen Blick aber ans Meer. Als ich den Auftrag gekriegt habe, war eigentlich meine grösste Frage, wie könnte man ein Haus machen,
Nein, sagen wir es mal so. Ja, ich hatte das Gefühl, dass die fast alle alten Häuser schön sind und fast alle neuen Häuser wüst sind. Und die Frage war, wie könnte man machen, dass das nicht so ist? Oder wie könnte man ein neues Haus machen, das auch schön ist? Und der Vorschlag ist relativ primitiv, aber ich habe das Gefühl, auf eine Art, aber vielleicht halt gleich auch richtig, also Teil davon zumindest richtig. Nämlich ein grosses Problem, habe ich das Gefühl, von diesen neuen Gebäuden ist der Kunstputz. Einfach der Verputz voller Plastik. Und der Vorschlag, den ich machen möchte, ist, dass daher ein Haus kommt, das alt aussieht, von Anfang an. Und eigentlich so alt, als wäre es schon eine Ruine. Oder so alt, als wäre es schon nicht mehr bewohnbar. Schon nachdem, die Leute sind schon abgehauen. Und es ist schon zusammengefallen. In Art, es ist eine baute Ruine. Jetzt, für das Material ist der Dämmbeton. In der Schweiz kennen wir das alle. Grundsätzlich der Sand und der Kies kommt weg und wird mit Liavea und Liapor ersetzt. Durch das haben wir nicht mehr mehrere Wandschichten. Kann man dann halt einfacher einfach den Stein machen oder das Ruinenhafte, das ich suche. Als erstes, bevor ich überhaupt eine Idee hatte, wie das Haus könnte aussehen könnte, was für ein Grundriss, habe ich mir nur die Details überlegt, dass das Haus aber dann wie eine Ruine aussieht. Und da ist jetzt einfach mal der Vorschlag, wenn man in diesem Haus ist, das ist der Innenraum, das ist der Außenraum, dass man einfach man sieht nie Beschläge oder man sieht nie Türen oder man sieht einfach alle Sachen, wo der Finusbau ist absent. Man sieht eben wie eine Ruine nur noch der kaputte Stein oder ab und zu ein Stein, der kaputt ist oder so. Aber einfach nie das feine Zeug und natürlich auch kein Silikon und kein Holz und keine Armaturen. Da ist schon der Bauplatz, ist ganz ein kleines Häuschen, nämlich das da, wo man da sieht, das wird ersetzt. Das sind etwa 40 Quadratmeter oder so. Und das ist die Sicht von dem Bauplatz. Und das ist der erste Schnitt. Also, wenn man sich vorstellt, es gibt da die Olivenhaine, die gehen da das Loch runter, bis in die Stadt runter. Und es gibt immer die Hain, oder? Und auf dem ersten Hain steht dann das Häuschen. Und obendrauf, so ist der Zugang. Also, es gibt da einen Weg, der da hinkommt. Und das sieht man dann schon ein bisschen besser. Von diesem Weg wird man dann über das Dach laufen und läuft über das Dach runter ins Gebäude. Und es ist auch ein bisschen, sagen wir mal, noch ein bisschen komplizierter. Also ein Hauptteil von dem Gebäude, von der Erscheinung, ist einfach ein Häuschen auf dieser Plattform. In Realität ist es aber komplizierter. Es gibt Teile, die sich mit der Wand verbindet und auch noch ein zweites Geschoss drauf. So ist jetzt schon mal ein Bild, wie das schlussendlich wird aussehen. Man betritt das Haus da hinten durch das Weg. Das ist etwa 1,20 m, 1,40 m breit, wunderschön mit Blumen und Kräutern. Und man wird da so über das Gebäude laufen, da auf das Dach rauf, über das Haus, über das Dach laufen, mit Blick aber ins Meer. Und dann über die Wendeltreppe kommt man halt zurück in den Garten rein. Betritt da das Haus. Im Grundriss kommen wir eben da die Stege zu graben und da unten ist der Garten. Jetzt gibt es eigentlich in diesem Raum, eigentlich ist das ein Raumhaus. Und vielleicht muss ich auch noch schnell sagen, die Funktion, es ist ein Gasthaus. Also es ist ein Haus für jemanden, der dort wohnt und wenn der einen Gast hat, will der, dass der nicht bei ihm im Haus wohnt, sondern dass der ein Gästehaus hat. Jetzt gibt es in diesem Bonassola grundsätzlich gibt's
Man hat einfach rein vom Klima her eine Art eine Sommerperiode und eine Nicht-Sommerperiode, einfach von der Hitze her. Es gibt eine Zeit, wo man sich möglichst will von der Sonne schützen, und es gibt eine Zeit, wo man sich möglichst will aussetzen und von dieser Sonne profitieren. Und jetzt ist eigentlich, gibt das Haus gedanklich gibt es nur einen Raum. Und der Raum ist der. Jetzt ist aber der Raum aufgeteilt in zwei andere Räume. Und zwar in den Raum da und der genau gleiche Raum auch da. Der ist geometrisch identisch. Hat die gleiche Form, also hat die gleiche Form und den gleichen Schnitt. Sind aber ihre Gegenteile. Oder das ist der Raum, der Sonne geschützte, und das ist der Sonne offene. Das ist eine Art der Raum mit den vier Öffnungen in ihren Achsen. Also das ist der Raum mit einer Öffnung so und einer Öffnung so. Der Raum hat keine Öffnungen. Und ich denke, die Vorstellung, oder, dass man eine Art in diesem Raum hockt und auch von diesem Raum in sein Gegenstück sieht, macht so die Fähigkeit, oder hoffe ich mir, dass eine Art Räume nicht nur rein über Quadratmeter gelesen werden, sondern auch über das Hirn und in seine Verständnis. Und ich kann mir vorstellen, dass durch das wird eine Art der symbolische Raum als Gesamtes viel grösser, das gibt eine Art, stell dir vor, das ist wie so ein Flimmern im Kopf. Zwischen dem einen Raum und dem anderen Raum. Man versteht sie ja beide, aber sie sind euer Gegenstück. Und es gibt, also auf eine Art ist es eben auch ein Gesamtes, aber es ist auch zwei. Es ist eine Art die Gleichzeitigkeit von mehreren Sachen. Und jetzt gibt es noch ein zweites Thema in diesem Haus, und zwar möchte ich eigentlich, dass es nur der eine Raum gibt. Jetzt leider Gottes müsste ich auch noch irgendwo schlafen. Und im Prinzip möchte ich, dass es den Schlafraum nicht gibt. Und das ist jetzt ein Versuch oder ein Vorschlag, wie man ein Schlafzimmer machen könnte, wo man nicht sieht oder nicht erkennt. Und zwar ist das folgendermaßen: unter dieser Stege, die da von oben, von der Decke da runterkommt, gibt es da die Stege runter. Und jetzt fährt die Stege fünf Treppentritte an, bevor sie an die Wand kommt. Sprich, 5 mal etwa 20 cm ist etwa ein Meter. Also man ist da unten, ist man etwa schon einen Meter im Boden innen. Sprich, die Wandöffnung da über dem Null-Terrain ist nur noch einen Meter hoch. Und weil es ja noch ein Meter ist, schon die Stege. Jetzt gibt es eine Öffnung von einem Meter mal einem Meter. Und wir sind da innen in einem Beton, wahnsinnig grusig geschalet oder schlecht geschalet. Und in dieser Schalung hat es noch die Öffnung von einem Meter mal einem Meter, wo eine Art in der Erinnerung zum Beispiel einfach ein Kamin ist. Einfach eine Öffnung von einer Schminee. Und die Erinnerung ist eben nicht die von einer Tür, von einer funktionalen Verbindung, sondern von einer Schminee. So läuft denn das, geht man da das Loch runter, die Stege runter und kommt dann unten ins Schlafzimmer noch mit einem Bad und einer Schminee. Das ist die Fassade. Das Häuschen gibt es zum Glück nicht mehr. Das seht ihr dann, was baut, wenn es gebaut ist. Hat eine neue Form gekriegt. Aber reden wir nicht wirklich. Das ist ja konstruktiv. Das ist auch nicht so wichtig. Da sieht man einfach den Beton. Einfach das, die eine Schale. Das ist ungefähr, wie ich mir vorstelle, wie der Innenraum dann aussieht. Dass der Beton, was ich gesagt habe, was so wüst ist oder so, kann ich vielleicht noch kurz erklären. Das ist in dem Ligurien, wird von einem Baumeister gemacht, der noch nie in seinem Leben Sichtbeton hat gemacht.
In ganz Italien ist noch nie Dämmbeton gemacht worden. Und es ist total eine verbastelte Mischung, die irgendwie versucht, so ein bisschen die italienischen und, Regeln einzuhalten. Und es ist auch von einem Baumeister gemacht, der noch nie irgendeine Leitung im Beton hinein hat. Der hat es sonst, vor allem also draussen. Und durch das habe ich das Gefühl, ist das, und er hat jetzt auch erste Betten gemacht und der ist, man könnte auf eine Art sagen, wahnsinnig grusig, weil er ist voller Lunkern, er ist voller Ausblühungen, er ist voller, die ganze Zementmilch läuft zwischen der Schale raus, zwischen den Brettern. Ich muss vielleicht auch noch sagen, es ist kein Stockersystem, sondern es sind nur Tannenbretter, die von außen abgestimmt sind, also ohne Distanzhalter. Eigentlich wie man früher im Rom betoniert hat. Also nein, ist das ganze System ist darauf ausgelegt, dass es zwar Handarbeit ist, aber eine Art ausgeht wie eine Ruine. Oder? Eine Art. Und gleichzeitig aber habe ich auch das Gefühl, der Krieg ist ein wahnsinnig schöner Beton, weil er hat wahnsinnig viel Geschichte, er hat wahnsinnig viel Erinnerungen, hat er wahnsinnig viele verschiedene Momente. Man sieht auch, was am besten gelaufen ist, was am schlechter gelaufen ist. Es gibt, der Beton in sich selber wird ja, das ist, also er verändert sich einfach sehr stark. Und jetzt, durch das, dass das Häuschen so klein ist und geometrisch so kompliziert, mit all diesen einbuchtigen, rundigen und komischen Fenstern, sind wir in einer Art, fast in einer barocken Welt. Und zwar ist das Haus nicht mehr in einer, nicht irgendwie eine minimalistische Architektur, obwohl sie auf eine Art natürlich aus der Formensprache kommt oder von dem Minimalismus. Aber durch die vielen Formen und durch die Addition von Fehlern und Systemli und Brüchli sind wir auf eine Art, würde ich sagen, und auch durch die Dichte fast wieder in einer barocken Situation. Das ist nochmal ein Bild von der Aussenansicht. Gut. Jetzt das Haus im Balztal, das kennen ja wahrscheinlich die meisten. Was ich kurz da will erklären, ist eine Art Idee. Das ist ein Schnitt durch das Gebäude. Und als ich den Auftrag gekriegt habe, an diesem Haus umzudenken, und ich bin von Zürich gekommen, aus der Stadt raus, und habe eigentlich mit dem Land wenig zu tun. Also ich habe nie auf dem Land gewohnt, ich kenne auch Solothurn nicht und ich kenne auch Balztal nicht. Ist mir eine Art, habe ich mir überlegt, also mir ist einfach mal als erstes aufgefallen, dass auf dem Land draussen, dass eine Art das Haus oder der Wohnraum wichtiger ist als in der Stadt. Und zwar, weil man in der Stadt teilnimmt an den gemeinsamen Räumen. Im Stadtraum, an der Bibliothek, an der Beizer, am Bad, am Kino und so weiter. Und auf dem Land gibt es eine Art, oder haben wir das vorgestellt, oder das Gefühl, gibt es das nicht oder weniger. Und insofern ist eigentlich der Ort, wo man lebt, viel wichtiger als in der Stadt. Und in der Radikalform könnte man jetzt da mal einfach sagen, in diesem Haus oder in dieser Umgebung gibt es überhaupt nichts, außer etwas. Eine wunderschöne Umgebung, tel quel. Einfach die Natur an und für sich oder die Umgebung, die ist natürlich, die ist fantastisch. Und darum ist dann also meine Idee gewesen, okay, das Haus, das muss so sein, dass ich das aushalte, 2 Wochen einfach nur in diesem Haus drin zu sein. Wenn ich den Entwurf, wenn der so weit ist, das Gefühl habe, das würde ich aushalten oder das würde mir sogar gefallen, dann ist gut, dann kann man anfangen bauen. Oder so. Dann ist die Idee gut. Und jetzt der Vorschlag, um eben die 2 Wochen auszuhalten, ist,
ein Versuch, die Natur oder das Gegenüber, die Natur, in drei komplett verschiedene Arten zu thematisieren. Und das gibt eigentlich dann schon grundsätzlich mal den Schnitt, den ich versuche zu erklären. Wir haben im, das ist der EG-Raum in diesem Bereich, das ist im Bild da unten. Das ist ein Raum, der ist, da gibt es keine Unterteilung, der ist 2,30 Meter hoch, also sehr tief. Eigentlich hätte die 2,20 wollen, aber es hat weder die Gemeinde noch der Bauherr mitgemacht. Das ist ein wahnsinnig tiefer Raum. Der ist 75 cm im Boden versetzt, also Tischhöhe. Und der, die Idee von diesem Raum ist eine Art, dass man Teil ist von der Landschaft. Und zwar durch das, dass der komplett verglast ist, ist das nicht irgendwie ein Bezug zu der Umgebung, wo mit der Idee von Kontrolle, sondern mit der Idee von ausgeliefert oder von einfach Teil sein. Und das ist auch der Grund, warum ich den Raum eine Art animalistisch nenne. Ich habe das Gefühl, da unten ist, das ist eine Art, in unserer Wahrnehmung ist das, oder ich stelle mir zum Beispiel vor, dass eine Katze so das Leben versteht oder wahrnimmt. Das ist nur noch eine Art ausgeliefert sein oder etwas sehen oder vor etwas Angst haben oder sich über etwas erfreuen. Also es sind das halt die ganz direkten, immanenten Beziehungen auch eben zwischen, natürlich auch zwischen Angst und Schutz. Wenn ich mir vorstelle, wenn auf dieser Wiese eine Kuh rumläuft, dann hat die Schnauze da oben. Und der Mensch weiter unten. Also die Kuh hat die Schnauze da oben. Und auf einmal ist es auch nicht mehr so richtig klar, wie jetzt das Verhältnis ist zwischen dem Mensch und der Umgebung. Kommt auch dazu, wenn die auf dem Tisch sind die Gläser, oder? Und wenn jetzt da die Blumen sind, dann hat man mal einfach mal ganz einen neuen Blick in die Blumen und in das Gras und in die Wellen. Und darum aber auch die Horizontalität und die Tiefe. Man ist auch, man kann in diesem Raum sein und es ist gar nicht mehr klar, was das Zentrum ist von diesem Raum. Das ist derart Teil von der Landschaft, dass recht häufig, wenn man da innen ist, hat man das Gefühl, oder es läuft da, das Terrain läuft da so ein bisschen das Loch runter, dass dort unten eigentlich das Zentrum ist von diesem Raum. Also man ist eigentlich gar nicht, man besetzt eigentlich gar nicht einen Raum, sondern man ist wirklich Teil von dieser Landschaft. Jetzt gibt es noch den psychologischen Aspekt, oder? Das voll Verglaste, das produziert auch eine gewisse Angst. Vor allem in einem Wald. Und vor allem für einen, der nicht aus dem Land kommt. Nämlich, dass die Viecher und das Tier am Abend, man kann sich nicht schützen, weil man keine Rückwand hat. Man kann sich nicht einfach so eindecken und Übersicht haben, ist immer ausgeliefert. Und jetzt gibt es eine Art, das Ausgeliefertsein und auch das Gegenstück, nämlich das sich eingraben im Boden hinein. Das Fundamentale, das Gefasstsein, wie das eine Art für ein Embryo oder so, das Eingebettetsein, das Geschütztesein. Und darum sind eine Art, die architektonischen Themen sind da fast so präkognitiv, also nur Angst und Schutz. Und darum auch animalistisch. Jetzt das zweite Geschoss, das obendran, ist eine Art Gegenstück. Das ist der Raum, eine Art von der Vorstellung von der norditalienischen Villa. Das ist der Raum, wo der Betrachter, der Mensch, der drinnen ist, im Zentrum ist und der hat ein Vis-à-vis, ein kognitives Vis-à-vis. Und das ist zum Beispiel in der Natur raus, sind es die gerahmten Fenster, mit dem, also gibt es eine Art, das Gegenüber, oder? Das Vis-à-vis, es gibt den Betrachter und das gerahmte Gegenüber, die Natur. Und dort wird die Natur eigentlich, kann man sich vorstellen, das ist wie zum Beispiel ein Gemälde, oder das ist ja auch etwas sehr Distanziertes. Durch das, man hat auch nicht Schiss oder etwas dort oben. Das ist eine Art das Zentrum, also der Mensch mit einem Vis-à-vis gegenüber. Und der Raum ist 6 Meter hoch im Giebel.
So. Das heisst auch, es ist ein stehender Raum. Es ist ein Raum, würde ich sagen, wo es eben auch grundsätzlich um den Mensch geht, um den Betrachter und in zweiter Linie den Bezug gegen aussen. Sprich, das ist der Ort der Kontrolle. Es ist der Ort des Bewusstseins. Der dritte Raum, das ist der Raum da unten. Das ist eine Art, würde ich sagen, also grundsätzlich ist das mal der Ort, wo man Balztal verlässt. Es ist der Ort, wo man das Grundstück verlässt. Weil man geht da in den Keller runter oder in das Grundstück unter dem Boden oder den Raum unter dem Boden und dann hat nur auf dem Ort, da im Garten, ein zenitales Licht. Sprich, da gibt es nur Licht, da gibt es keine Aussicht. Gedanklich ist man da genauso fest wie man im Balztal ist, auch in Mexiko oder in Sao Paulo oder wo immer auf der Welt. Das ist ein Ort ohne Beziehung zur Umgebung. Und darum ist es auch ein Raum, wo sehr stark um die Frage geht, vom Bezug zu der Umgebung. Rein psychologisch gesehen ist es vielleicht auch einfach der Raum vom Tagtraum. Es ist vom Raum, wo man sich jetzt nicht überlegt, was man ist und Kontrollen und Angst und weiss der Teufel was. Es ist einfach ein Raum, wo man ein bisschen macht. Gut, jetzt machen wir einen kleinen Durchgang. So betritt man das Haus. Wir gehen da 75 cm unter den Boden und kommen da in das Erdgeschoss rein. Das sieht so aus. Da ist ein Grundriss. Da geht man das Loch runter, die Rampe. Und kommt in den Raum rein. Das ist übrigens, also das ist, wo ich jetzt auch wohne im Moment. Da ist die Küche dahinter, das Büro, das ist der Wohnraum. Es wird da fast ein bisschen zu der Piazza von dem Ort, weil es so offen ist. Und es sehen da alle Leute rein. Es ist ein Raum mit einem starken Bezug nach außen. Da ein paar Impressionen. Das sind vielleicht auch noch kurz zum Sagen. Oder jetzt ist da die Tischhöhe. Wenn man die Platte da wegschiebt, kann man da Tisch machen. Oder man kann die noch mehr wegschieben und da sind dann da Bücher gestellt und Sachen, also einfach, wie nennt man das, so Raum, Stauraum gibt es grundsätzlich dort unten. Oder dahinter sieht man es jetzt auch, da hat es ein bisschen das Geschirr und so von der Küche. Dann gibt es ein Stegeli raus in den Garten. Da ist die Küche, um die Ebene durchzuziehen. Und das ist auf 90 und das ist 75. Anstatt dass man da einen Sprung gegen oben macht, geht da steigt der Tritt gegen runter. Die älteren Leute fallen ab und zu um. Aber das ist die Idee. Wobei muss man sagen, es ist vor allem mein Vater, der dort umgeht. Da kommt immer, immer wahnsinnig stolz auf mich und dann fallen er immer da die Steigen ab. Und dann weiss er wieder nicht mehr, was er denken soll. So kocht man dann auch in dem Gemüse. Das ist jetzt ein Bild aus dem Raum hier oben. Im Schnitt oder, sind wir jetzt in diesem Raum da. Mit denen, da sind wir, was nicht, 6,50 glaube ich. Im Prinzip ist einfach vom normalen Haus einfach die Decke da draussen. Im Grundriss sind wir jetzt da in diesem Raum. Und was noch wichtig ist, die Korridorzone ist die, das ist da, oder, wo man das Haus betritt, ist einfach der kleinstmöglichste Korridor. Also es gibt genau einfach überall gerade an Türen oder irgendwie das, die Treppen gerade weiter. Und es ist auch, jetzt ist es eigentlich, ich sage da oben, es ist eine Art der Raum vom Kognito oder vom Denken oder von der Erfahrung oder vom Wissen. Darum ist das auch eine Art in der primitivsten Art unterteilt. Eine Art wie ein Armeemensch das würde machen. Einfach, wenn ich mir das vorstelle, einfach mal zack, zack, einfach mal in der radikalsten, gedanklichsten oder menschlichsten Art, in dem Sinn, dass es in der artifiziellsten Art und Weise ist das einfach unterteilt. So und so, zweimal durch die Mitte durch und nachher die effizienteste mögliche Erschliessung. Und das ist
die Form eigentlich von dem Ding. Jetzt im zweiten gibt es einmal da oben, es gibt da immer eine Schiebetür. Das heisst, wenn man mal durch da unten, auch wieder wie in einem barocken System, tut man auch durch die versteckte Treppe, kann man irgendwo rauf. Und der Zugang in diese Räume durch die Tapetentüren ist eigentlich, wenn man da oben mal im oberen System ist, ist der Schlüssel gegenüber unsichtbar. Das Einzige, was dann als Schlüssel sichtbar sind, ist zum von da von Raum zu Raum laufen, sprich da in diesen Öffnungen. Ja? ja. Gibt noch, ja. Das ist das Fenster, zum Beispiel ein Blick in diese Richtung, das ist das Fenster da. Das hat auch eine Schiebetür, die da bis in die Liebe hineingeht, bis ins Fenster, geht die Tür rein. Das ist dann der Blick von ein bisschen weiter. Das ist das Bad, das ist auch alles aus dem gleichen Tannenholz, auch die Böden. Und das ist dann eigentlich die einzige Ausnahme, wenn man da die Treppe bis zur oberen Stufe geht, gibt es da innen noch ein Gästezimmer. Und das ist dann da eigentlich im Dachgiebel innen. Dann, wenn man von da aus wieder die Treppe abnimmt, gehen wir noch schnell den Keller runter. Das ist da unten. Schwupps, schwupps. Also da, he. Von da oben, Treppe runter, kommen wir in den Raum da unten. Und da ist dann so. Da gibt es aber da gibt's nur noch eigentlich Innenraum. He. Nur noch Innenraumbezüchung. Und so sieht der Raum da unten aus. Von außen, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist einfach auch einfach alles Holz, außen schwarz angemalt, innen dran grundsätzlich Gold mit ein bisschen weißem Pigment. Gut. Das nächste Haus ist ein Gebäude in Harris, das ist nördlich von Isle of Skye. Es ist also auf dieser kleinen Insel, westlich von der Hauptinsel, also von Schottland. Und in dem, so sieht das Gebiet aus in Harris. Und der Bauherr hat das Grundstück ungefähr so da gekauft. Und wir planen da jetzt zusammen ein Häuschen für den Mann. Das ist ein Mann, der aus Schottland kommt, in London relativ viel Geld verdient hat, in der Bank, jetzt etwa 55 ist, und aufhört und wieder nicht zurück will auf seine Insel. Jetzt, so sieht das etwa aus dort. Das ist grundsätzlich hat es dort Wasser und Stein. Und die Steine sind ein bisschen bemoost. Aber auffällig ist, da gibt es keine Bäume und Pflanzen. Es gibt eigentlich nur die vermoosten Steine und das Wasser an und für sich. Und das ist jetzt auch, oder das habe ich auch als Ausgangslage genommen für den Entwurf, nämlich einen Raum zu machen oder ein Gebäude zu machen, wo eine Art Umgebung als Thema hat, wieder. Und diesmal ist das eine Thema das Wasser oder das Meer, weil er hat Sicht aufs Meer. Und das andere Thema ist der Stein an und für sich. Und das ist der Grundriss von diesem Haus. Es gibt, wie gesagt, eigentlich zwei Haupträume. Der erste Hauptraum ist der da. Wenn ihr euch vorstellen, da ist die Strasse, da betritt man das Haus, kommt da so rein, ohne durch, also so ein bisschen ohne durch die Garage und kommt durch die Treppe rein. Und hat der
Hauptraum und da unten ist das Wasser. Also da unten, das ist die Sicht aufs Meer da unten. Und das ist der Wasserraum sozusagen. Und die Idee von der. Uiuiui. Die Idee ist eigentlich, oder so die Vorstellung von dem Meer, oder ich habe mal versucht zu überlegen oder herauszufinden, warum dass das Meer also die Fähigkeit hat, die Spannung zu behalten. Also warum finden wir das Meer, oder zumindest ich, aber ich denke, das haben wir fast alle, warum ist das Meer immer wieder etwas Schönes als Gedanke? Warum ist es schön, ins Meer zu schauen? Und ich denke, ein Hauptgrund ist, dass einerseits ist das Meer natürlich einfach mal etwas Physisches. Also es ist einfach mal Wasser und es ist die Bewegung und man kann die Füße rein tun und es ist nass und es ist salzig und so weiter. Und dann hat es aber auch einen anderen Aspekt. Und zwar eine Art einen gedanklichen Aspekt. Und zwar, dass man in das Meer hinausschauen kann und man sieht auf einer Art den Horizont. Und wir wissen, oder auf einmal kommt gleichzeitig dazu unsere Vorstellung von der Erde oder unsere Vorstellung vom Meer, nämlich dass das hinter dem Horizont noch weiter geht und dass es um Art um die Erdkugel herum geht und irgendwas ist sogar 70% mehr oder weniger Wasser. Und dort, also ist es so die Gleichzeitigkeit von physischer Präsenz und was man auch kann sehen kann. Und was im Hirn alles an Vorstellungen kommt vom Modell. Eine Art fast von dieser Kugel, wo wir drauf leben. Und ich würde sagen, es ist eine Art eine Gleichzeitigkeit von einem sehr einfachen und darum wahrscheinlich auch so fruchtbaren, eine Art Gleichzeitigkeit von Konzept, von kopfmäßigem Konzept und physischer Realität. Und jetzt ist der Versuch an dem Konzept, eine Art einen Gegenraum darzustellen, ist praktisch nicht möglich, oder? Weil das so stark ist. Jetzt, was der Vorschlag in diesem Projekt ist, dass ich mache den absolut artifiziellsten Raum, den man sich nur vorstellen kann. Was heisst artifiziellst? Das heisst, der stärkste menschengemachte Raum, wo man uns vorstellen kann. Und der Vorschlag ist, dass der stärkste menschengemachte Raum, der artifiziellste Raum, ist ein kreisrunder Raum in der Hälfte halbiert. Ein exakter Halbkreis. Das ist eine Form, wo man das Gefühl hat, das kann praktisch nur aus unserem Hirn heraus entstehen. Das ist ein mathematischer Raum. Ich denke auch grundsätzlich ist der Raum fast nicht zum Aushalten. Weil ich denke, wenn man in diesem Raum innen ist, möchten wir als Bewohner oder als Benutzer, möchten wir, ist die mathematische Exaktheit ist fast nicht auszuhalten, weil man möchte entweder geschützt sein in einem Raum und der Raum sollte ein bisschen mehr zu sein als ein Halbkreis oder ein bisschen weniger. Dass es klar ist, dass man nach innen oder draußen ist. Aber das mathematische Flimmern was man nur in der Mathe kannst beschreiben und als menschlicher Körper fast nicht kannst aushalten, das würde ich jetzt in diesem Fall einfach vorschlagen zu machen. Weil es eben der Versuch ist, der artifiziellste, der menschengemachte Raum an dem Meer gegenüberzustellen. Das ist der eine Raum, das steht da. Der andere Raum ist der Raum vom Stein. Und in diesem Raum schlage ich vor, einfach eine Art wie Land Art oder so, einfach eine Art physisch eine Art, einen bestimmten Bereich zu aktivieren oder eine Art in die Präsenz zu versetzen oder eine Art einfach durch das Markieren ist das einfach ein Stück Berg und man sieht das auch ein bisschen, das ist einfach falsch. Es hat
eine Art eine Erhöhung in diesem Bereich. Also man tut eine Art so ein wie eine Erhöhung umkreisen. Und es ist einfach wie eine Art, wie eine willkürliche Landschaft. Und durch das Setzen von dem Kreis ist die Landschaft auch, natürlich auch wieder durch einen Menschen eine Art aktiviert, aber nicht manipuliert. Und der Raum selber ist jetzt der eben vom Fragment. Das ist der Raum da. Also das ist rein fragmentarisch, wie dass man eine Art in dem gesamten Kreisraum, der Raum, wie man den bewohnt. Oder eine Art einfach als Fragment vom Ganzen. Dann hat es vielleicht noch ein drittes Element. Das ist das da. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Raum an einem Tisch wäre und meine Partnerin wäre dahinter irgendwie etwas am machen, an diesem Tisch, dass man sich auf eine Art, obwohl man rein von der Distanz, von der geometrischen Distanz relativ nah ist, rein weil die Räume derart unterschiedlich sind, auch sehr distanziert, dass man sehr distanziert ist zueinander. Und was eigentlich fehlt, oder was ich mir wünschen würde, wäre eine Art eine Katze. Also was eine Katze mag leisten, nämlich so das Umstreichen und Bein, das produziert eine Art so ein Gefühl von Sicherheit, oder so ein Gefühl von, ist alles in Ordnung, oder so eine Ruhe, eine Art. Und leider kann man so eine Katze nicht bauen in der Architektur. Jetzt ist es eine Art ein Vorschlag vom Ebenstück, vom architektonischen Ebenstück zu der Katze. Und das ist der Vorschlag von einem Kamin, der mehrere Öffnungen hat. Der Kamin hat drei Öffnungen. Sprich, wenn man da an einem Tisch hockt und da auch hört man auch das gleiche Knistern. Oder? Ich habe das Gefühl, dass der Kamin eine Art die Räume wieder verbinden kann. Und der Ton vom Kamin und der Ton von dem brennenden Holz hat eine Art ähnliche Fähigkeit, also eine Normalität oder so eine Entspanntheit oder eine Vertrautheit zu produzieren. Der Rest des Gebäudes ist eigentlich nicht so wichtig. Das ist eine Art so eine Typologie. Ich habe das Gefühl, einfach so ein bisschen norditalienische Villa-Typologie, finde ich. Aber schon nicht so. Ja. Da hat dann einfach einen Gang und ein paar Zimmer. Das ist noch ein näherer Anblick. Wir kommen da von da unten rauf. Also eine Art das ist der Eingangsraum. Das ist übrigens etwas, also der Kamin, dass der auch da offen ist, das kommt so, ich bin letztens da Sisa anschauen, seine private Villa, was ich unglaublich gut finde. Und der Sisa hat etwas gesagt, was ich auch spannend finde. Er hat gesagt, das Wichtigste am Einfamilienhaus ist das Teppich vor der Tür, vor der Eingangstür. Weil das Wichtigste vom Einfamilienhaus ist die Frage, was für ein Verhältnis das man hat zu den Leuten, die kommen in das Haus. Also der Besucher ist eigentlich, was man am meisten will, wenn man im Einfamilienhaus. Und insofern die Beziehung zu den Gästen. Und darum ist der Ort vom Reinkommen oder der Ort, wenn die Leute kommen, und die Frage, wie fest, wie und in welcher Art tut man die begrüßen, ist eigentlich das Wichtigste vom Einfamilienhaus. Und darum auch der Bezug von dem Schmine auch zum Entree. Also wenn man da reinkommt, ist man gerade eine Art, sieht man das Feuer rein. Das um dann noch länger erklären. Da gibt es auch wieder eine Wendeltreppe von dem Mehrraum, aber zu dem Bärli, sie tut töpfern und er tut gerne ein Segelschiff oder so ein Bötli fahren. Und von da kommt man dann auch eigentlich raus aufs Land. Das ist eine erste Vorstellung, wie der Meeresraum aussieht.
und da eine erste Vorstellung, wie der Steinraum aussieht. Das nächste mögt ihr noch, da sind ihr noch am Schlafen, schon am Schlafen. Gut. Gut, machen wir noch eins, Appenzell. Es geht um das Häuschen da. Das ist eines von vielen sehr schönen die Bauernhäuser aus dem Appenzell, unten dran immer mit den Webstühlen drin, das ist jetzt gerade das Holz, oder unten wäre das typische langgezogene Fenster für die Belichtung in die Webstühle mit dem Wohnhaus und angebaut die Räume für den landwirtschaftlichen Betrieb. Mit dem Giebel in die gegenrichtige Richtung. Der Künstler, der das Haus besitzt, dem gefällt das wahnsinnig gut. Und vor allem auch, weil das eine Art so den Ausdruck hat, also, dass es einfach, sag mal, ambitionslos ist und aber auch einfach wahnsinnig schön ist. Und das Haus hat aber ein riesiges Problem. Ein Großteil der Räume ist 1,58 hoch. Und er ist 1,83 oder so. Jetzt hat der Besitzer eine Art immer so durch das Haus und hat eine Art Nase voll und möchte das Haus irgendwie können bewohnen. So mit geradem Haupt. Jetzt ist der Vorschlag, oder was wir jetzt machen, ist, weil aber beide, also wir das beide teilen, ich finde das auch, ich finde das Haus wahnsinnig schön. Und zwar, was auch schön ist, ist, das sieht man jetzt da nicht so gut, das Haus ist, das ist ein Bild aus den 70er Jahren, aber das macht nichts. Wenn da die alte Form, man muss sich vorstellen, dass das Zeug ist, also, weil es alt ist, ist ja alles, es hängt alles so eine Art ineinander rein, also es ist so durchgebogen. Und das produziert eigentlich ursprünglich die ganz einfache Geometrie, ist heute eine ganz komplizierte, eigentlich wunderschöne Gesamtform von diesem Gebäude. Und diese Gesamtform wollen wir beibehalten in diesem neuen Projekt. Darum schlagen wir vor, oder was wir werden machen, ist, wir tun da alle Vordächer abschneiden und dann wir auf die bestehende Hauswand wir, so eine Zentimeter dicke Furnierschalung über alles draufnageln, die Fugen geschlossen, also bündig, und nehmen diese Form als Innenschalung für einen Betonabguss. Sprich, wir tun eine Dockerschalung noch auf der Aussenseite, die 25 cm Distanz zu dieser Schicht eine normale Dockerschalung aufbauen und brauchen die bestehende Hauswand als Innenschalung für den Beton. Und dann leeren wir den Beton rein und dann das gesamte Haus abgiessen als Form. Und die Memory, also so eine Art Erinnerung von den Fenstern, die geht weg. Es gibt nur noch eine Art, das ist viel abstrakter, es gibt eine Art nur noch die Erinnerung von dem Haus mit diesen durchgebogenen Situationen. Und nachher, also natürlich, wenn das betoniert ist, rupfen wir das Haus innen dran raus. Und als Resultat haben wir nur noch einen Betonguss mit genau dieser Form. Und dann tun wir in diesem Bereich hier, ganz klein, so klein wie möglich, tun wir einen geheizten Bereich machen. Also unten ein kleines Küchenli und dann oben zweimal ein kleines Schlafzimmerli und ein Bad. Das ist eine Holzkonstruktion, die drinnen ist und gedämmt ist. Und der gesamte Restbereich, dieser Bereich hier, wird ein grosser, halbdämmender Raum. Also, es wird zwar aus Dämmbeton gemacht, aber nur aus 30 cm. Und es wird auf der Süde ein grosses Fenster haben.
Aber es ist eine Art so ein semi-temperierter Raum. Es ist aber nur ein temperierter Raum. Und was dann auf einmal passiert als Konsequenz ist, also dass man eine Art, also es gibt zwei Sachen, es ist eigentlich das Gleiche. Man ist auf einmal durch die Veränderung ist man eine Art wie in einer Kirchentypologie. Mit einem Hauptschiff und mit einem Seitenschiff. Oder? Durch den Giebel in die Richtung und den Giebel in die andere Richtung. Oder man ist auch, und das sieht man eigentlich in diesen Häusern nie, die Bruchstelle, die da, wo eigentlich sehr spannend ist, die ist ja nur immer von außen sichtbar und räumlich nie. Weil das ist immer ein Haus und das andere ist das andere Haus. Sprich, räumlich sieht man diesen Moment nie. Und jetzt aber in diesem neuen Abguss ist auf einmal auch dieser Bereich im Innenraum sichtbar. Das ist ein Modell oder, von diesem Raum, wie das Haus wird aussehen. Das ist jetzt schon der Beton. Und das Einzige, was ich eigentlich neu mache, ist die beiden Fenster. Und das ist eine Art das Vordach. Und, oder das ist nicht eine Art, das ist ein Vordach. Und zwar möchte ich, dass der Bauherr oder der Typ, der das Haus bewohnt, dass der eine Art, wie soll ich sagen, auch, dass es auch einen gewissen formalen Ausdruck hat. Also dass der nicht einfach nur in einem kaputten Bauernhäuschen wohnt, sondern dass der auch einen Ausdruck hat an einen formalen Anspruch und auch einen kulturellen Ausdruck von einer Haltung. Und darum möchte ich, dass der in ein richtiges Haus bringt, mit einem Vordach, das ihm nicht auf den Kopf schifft und wo er dort die Türen auftun kann und ins Haus hineingeht. Und das Gleiche, oder noch ein bisschen weitergetrieben, ist das Gleiche mit einem Pfosten. Oder? Der Pfosten da, der braucht es statisch, bräuchte es da eigentlich nicht. Also das Vordach könnte man auch ohne bauen. Jetzt ist das ist ein Pfosten von einer Moschee in Usbekistan, die ich dort wird kopieren und dann auch dort wieder applizieren. Und durch das, und der Pfosten, muss man sich auch vorstellen, der dreht also bis dahin, aber der Bereich da ist freischwebend, oder? Der hat da nichts mehr weiter oben. Und daher ist das eine Art, ist eine Mischung aus einer Stütze, wo aber irgendwann dann halt auch eine Säule wird, oder? Eine Art, ein Ausdruck von einer Haltung. Das ist dann das Bild von diesem Innenraum. Das ist eigentlich da bezüglich, oder das ist jetzt das Dach. Da ist das Alte und da ist das Neue. Das neue Dachlicht. Der Heizungsraum da. Und da hinten einfach noch das Negativ von der Treppe, wo in die oberen Räume geht, wo dann auch mit das Fenster hat, wo man in die Richtung auftun kann. Gut, das wär's. Herzlichen Dank.